So, gucken wir uns erstmal Isan Bayern gegen Gypsy an, Digga. Es gibt Beef. Was geht ab, YouTube? Wir haben hier Beef. Beef. Clown Gypsy nimmt Fremden im Live auf und outet sie. Verwerflich. Lass uns mal reingucken, was der Isan uns hier zu sagen hat. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht so ein Video machen. Unsere liebe Gypsy ist für Skandale bekannt. Doch nun hat sie für einen richtig krassen Skandal gesorgt. Nun hat sie richtig Mist gebaut. Ganz genau, dass du gerade dieses Video schaust. Und ich habe auch das Video gesehen, was du gegen mich gemacht hast, obwohl ich dir Rücken gegeben habe. Das war ziemlich dumm, muss ich sagen. Ziemlich dumm. Ich bin aber kein Unmensch. Ich würde dir immer noch Rücken geben, wenn Leute dich einfach so beleidigen. Doch ich frage mich, wie soll ich dich beschützen vor dir selbst? Denn du beleidigst dich durchgehend selbst im Internet. Du bist eine Blamage an sich. Mit dem Ey, was geht ab? Ich dachte, Isam ist, der macht 12 Stunden Fajr-Gebet und so. So einer ist das, dachte ich. Was geht ab? Ich hoffe, Koran hier, das kommt mir jetzt langsam so vor, als ob er. Der will, kämpfen, Walla. Jin Indio. Ich will euch nur zeigen, wie ekelhaft dieser Mensch ist. Wie oft sagt er immer, akzeptiert mich doch so, wie ich bin. Bitte respektiert mich doch. Reduziert die Menschen nicht auf ihr Äußeres. Doch auf der anderen Seite nimmst du bei Videos teil, wo du Menschen wegen dem Äußeren beurteilst. Wo du Menschen wegen dem Äußeren beleidigst. Wo du die Meinung anderer nicht respektierst. Obwohl du die ganze Zeit sagst, das ist meine Meinung. Period. Period. An diesem Punkt hat er 100% recht. So, sie sagt, sie steht ein, oder er sagt, er steht ein für Meinungsfreiheit und so, dies, das, aber nur seine Meinung ist die richtige. Und alle anderen Meinungen sind rassistisch, homophob. Also ich persönlich, ich bin sehr, 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 sehr abgeneigt von dieser Person. Und wir müssen uns jetzt 144 IQ machen. Sie hat mich beschuldigt, homophob zu sein. Mit welcher Begründung? Sie sagt in ihrem Video, ich habe keine Beweise dafür, dass Sammy homophob ist, aber er versprüht den Vibe. Korrekt für diese falsche Behauptung? Korrekt, dass du sowas ins Internet stellst? Kennen wir uns, Cousin? Also, ich bin ein absoluter Gypsy. Ich bin kein Gypsy-Freund, so. Period. Du bist derjenige, der respektiert werden will. Zeig die an, Cousin. Ich weiß, Bruder. Der ABK hat gesagt, wir zeigen die an. Walla, wir zeigen die an. Ich sag, da ist mir ein dicker Deal durch die Lappen gegangen. Vielleicht ist es auch so gewesen und ich will es einfach im Internet nicht sagen. Ich darf es gar nicht sagen, vielleicht. Vielleicht habe ich jetzt durch diesen Deal, durch diese Aussage von ihr, ein 100.000-Euro-Deal ist mir durch die Lappen gegangen. Vielleicht. Ich darf es nicht sagen. Und dann, Gypsy, was machst du dann? Was machst du dann, wenn ich jetzt eine Firma kenne? Ich bin mit einer Firma so. Und die sagt zu mir, Sammy, was soll das? Die Gypsy hat gesagt, du bist hier homophob. Doch ein Mensch, der so etwas tut, was ich jetzt gleich zeigen werde, hat diesen Respekt nie und nimmer verdient. Ich meine, eine Million Deal, habe ich gerade 100.000 gesagt? Vor ein paar Tagen war Gypsy live auf Instagram. Dabei hat Gypsy die App Omegle angemacht. Wer die App Omegle nicht kennt, das ist ein Videochat. Aber dort reden zwei Personen miteinander. Normalerweise. Und Gypsy hat gedacht, komm, ich mache einen Livestream auf Instagram und bringe es einfach in die Öffentlichkeit. Und lass einfach mal 300 Leute mitzuschauen. Ey Chat, ich muss euch noch kurz was erzählen. Das kann auch ins YouTube-Video eingeblendet werden. Also Gypsy hat wohl einen Live-Chat gemacht und der Titel ist ja, sie nimmt jemanden auf und der outet sich, gell? Passt mal auf, was ich gestern Abend gemacht habe und ihr werdet jetzt sagen, ihr werdet jetzt einfach nur einen Fluch machen, Digga. Ich weiß es genau, Bruder. Passt auf. Gestern Abend, okay? Genau wo ich meine Haare geschnitten habe. Ich bin mit Dennison am Schreiben, okay? Bruder, ich dachte, komm, ich nehme den einfach kurz ab, so. Ich habe versucht, so. Ich sag ihn, ey, Bruder, was geht ab und so. Bruder, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich habe einen Kollegen hier, der spielt in der U19 in Eintracht. Der heißt Isaac und so. Kannst du dem vielleicht ein Grußvideo machen, auf Instagram mir schicken? Der wird sich sehr freuen. Der ist ein ganz großer Fan von dir. Der sagt, klar, Bruder, mache ich und so. Wie heißt er denn? Der heißt Isaac Tix. Isaac Dix, so heißt der Bruder. Der hat Trikot Nummer 6. Ja? Der sagt, okay, der macht diese Video. Der sagt, ey, Bruder, ich kann es dir nicht schicken. Der ruft mich Videochat in WhatsApp an.
Passt auf, ohne Lügen, ich zeig's euch. Der ruft mich Videochat und WhatsApp an. Warte mal, wo ist der? Dennison, der muss doch irgendwo hier sein. Ja, ich habe seinen Namen immer noch nicht mal gehört. So. Der ruft mich Videochat und WhatsApp an. Okay? Hier. Ich bin gerade im Bad, meine Haare schneiden. Seht ihr das oben? Zack, zack, zack. Ich sag, ja Bruder, grüß mal bitte. Der heißt Isaac Dix und so. Der Dennison richtig mit Herz. Richtig. So, der will richtig mit Herz. Was geht ab, Bruder? Hier ist Dennison. Isaac Dix und so. Ich grüß dich und so. Du bist der Baba, Bruder. Schöne Grüße aus Hamburg. Dennison, bleib stabil. Isaac Dix. Bester Mann, zieh deine Fußballkarriere durch, gell? Bruder, ich lach mich tot, Bruder. Ich lach mich tot. Ich sag, Ich denk mir, ja. Also für alle Leute, die das nicht verstehen, I suck dicks. Okay? Ich sag, ich hab dich gefickt, ich hab dich gefickt. Bruder, ich beende diese Screenaufnahme, gell? Walla, das Video ist einfach ohne Ton. Walla, das Video ist einfach ohne Ton, Bruder. Walla, das Video ist einfach ohne Ton. Es ist ohne Ton, Bruder. Scheiße. Ich wollte gerade cutten und mein Instagram-Story packen. Scheiße, ich hab dich so hochgenommen. Bruder, Gott liebt dich, Bruder. Ich dachte auch gerade so innerlich, Digga, weißt du, das beschäftigt mich immer noch, Bruder. Ich sag doch zu meinem Kollegen, Bruder, er hat mich gefickt gerade. 1-0 für dich. Aber jetzt ist diese 1-0 wieder weg, Bruder, weil Ton ist nicht da, das heißt, Beweise sind verschwunden. Ich dachte auch gerade. Bruder, ich hatte es auf Band. Ich hatte es auf Band, wie ich Dennison komplett hochgenommen habe. Es ist einfach stumm. Es geht einfach nicht. Ich habe gegoogelt, man muss, bevor man dieses Screen Recording bei WhatsApp macht, diese Kamera, also den Ton anmachen. Habe ich nicht getan. Das wäre zu lustig geworden, Bruder. Das wäre einfach zu lustig geworden, Bruder. Er hat's gesagt, Bruder. Einfach Gott liebt ihn, Bruder. So, wir gucken weiter. Diesem Gespräch war Gypsy auch sehr intim. Gypsy war es wohl egal, ob der Mensch es weiß oder nicht, dass er gerade von mehr als 300 Menschen angeschaut wird und dabei intime Details aus seinem Leben weitergibt. Schauen wir uns das Video mal an. Doch aus Die andere Person wusste also nicht, dass Gypsy live ist und dass die Leute das sehen, was er sagt, oder wie? Back zur anderen Person werde ich sein Gesicht unkenntlich machen. Ich bin 22. Oh mein Gott, du siehst voll alt aus. Hätte ich nicht gedacht. Und was machst du beruflich, wenn ich fragen darf? Ich bin Fachexperte für Intensivmedizin und Beratung. Wie viel verdienst du im Monat, wenn ich fragen darf? Du bist aber sehr direkt. Ja, musst du nicht beantworten. Kann ich aber beantworten, warum nicht? Okay. Ist doch egal. Sofern es nicht in die Öffentlichkeit kommt. Sofern es nicht in die Öffentlichkeit kommt und nun dir für dreimal raten, wer es in die Öffentlichkeit gebracht hat. Und Bruder. Bruder, nicht korrekt, Walla, nicht korrekt. Ich sag euch ehrlich, nicht korrekt. Ohne jetzt Gypsy zu beleidigen oder irgendwie Ding. Ich sag einfach nur gar nicht korrekt so. Das zeigt einfach dem Charakter eines Menschen. Und dann noch zu erzählen, ich bin für Gerechtigkeit, ich stehe ein für... Du stehst für gar nichts ein, dass dein Charakter zeigt sich gerade einfach. Absturz, Walla. Hart, Bruder. Walla, hart, Bruder. Das ohne Erlaubnis. Ich hoffe, dir ist klar, dass das eine Straftat ist. Gypsy, ich kann dir nur empfehlen, hol diese schnell... Warte, mach mal 5000 bitte, nicht diese 5 Cent am Nahkeim. Und inshallah macht er das. Okay, dann sag's einfach nicht, scheiß drauf, über Geld redet man nicht. Nimmst du mich doch auf? Nein! 300 Leute, knapp 300 Leute gucken dir gerade zu. Und er fragt dich, ob du ihn aufnimmst. Und du sagst, nein. Schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht, dass du so etwas mit einem Menschen machst, der vielleicht nicht geoutet werden möchte? Ich bin in der Strafklasse 1. Mhm. Ich verdiene netto um die 4.700 Euro. Oh my goodness. Oh my god, that's so cute. Desto mehr Taschen ich bekomme, desto mehr Leistung werde ich dir entgegenbringen. Wo ist nochmal diese Wertschätzung für die... Ich sag euch ehrlich, bis heute, gell? Ich hab von Gypsy nichts gehalten,
Aber ich hatte so auch nichts gegen die. Sam, dankeschön für den Verschenken. Also bis heute, ich hatte nichts gegen die. Aber Bruder, jetzt hat sie einfach richtig Upturn von mir. Richtig ekelhaft, richtig ekelhaft. Mach mal einmal den Cringe-Emote bitte in den Chat. Sehr, sehr stark. Guck, geht doch, wenn ein bisschen Subs reinkommen, machen wir heute 12-Stunden-Stream. Also wie gesagt, jetzt für YouTube-Video, du weißt, ein bisschen fitner machen. Klicks, Klicks. Ja, ich war so gerade. Kata, du weißt. Bis heute, ich hab nichts gegen die, aber Bruder, was sie da macht, Bruder, was soll das? Was soll das? Gerade sie muss doch wissen, was sowas heißt, Bruder. Ich kann doch nicht einen, jemanden, der für homosexuelle Leute einsteht, der sie beschützen will, der für ihre Rechte kämpft. Du lässt es zu, wie fühlt denn der andere sich jetzt? Ja? Wie fühlt denn der andere Homosexuelle sich jetzt? Der ist doch komplett verschreckt jetzt, verschreckt. Also ich kann es nicht beweisen, aber ich denke Gypsy, also sie gibt mir homophobe Vibes. Was sagt ihr Chat? Ich kann es nicht beweisen, aber sie gibt mir ich gehe davon aus, ich mutmaße, sie ist homophob. Ich mutmaße, sie ist eine Satanistin. Sie mag es, Menschen zu verachten. Die ganzen LGBTQ-Leute hin. Du bist auf einmal so käuflich und günstig. Nicht schlecht. Es ist jetzt nicht so, dass in Frankfurt niemand auf mich stehen würde. So, ich habe hier schon einige Kandidaten. Sogar sein Standort wurde geleakt. Der wohnt einfach in Frankfurt. Kandidaten oder Kandidatinnen? Beides. Okay, und du kannst dich nicht so festlegen, oder wie? Ich kann mich festlegen, wie ich mich dann fühle oder so, wie es mir halt passt. Du willst mir nun sagen, dass du ihn nicht geoutet hast? Ja, ihn nicht geoutet hat, weil das alles ja nur Spaß war. Und er ja davon wusste, dass er gerade aufgenommen wurde. Wo? Zeig mal bitte. Wo hast du ihm gesagt, dass du ihn aufnimmst? Ich muss ja wissen, ob sich das Gespräch gerade lohnt. Du musst es jetzt konkretisieren, sonst verstehe ich es. Also, was für eine Sexualität hast du? Bisexuell war das, ne? Ich habe gesagt, ein bisschen bi, schade. Nee, das war ja Spaß. Okay. Das war Spaß? Ja, Spaß. Also bist du mehr hetero? Ja. Weil er sagt, er steht auf Männer und Frauen. Und jetzt rudert er langsam zurück. Doch habt ihr darauf geachtet, wie er es gesagt hat? Spult mal zurück und hört es euch noch einmal genauer an, wie er es gesagt hat. Ich hab doch gesagt, ah Gypsy, ah Gypsy, machst du mir einen auf Ammo der homosexuellen Szene, ah? Machst du mir einen auf, hier, groß, hier, ich will von hier, hier, guck mal. Und dann outest du ein, lässt ihn so ins offene Messer laufen. Wie fühlt er sich jetzt? Verschreckt, ängstlich. Ist das dein Ziel gewesen? Ist das dein Ziel gewesen, dass du homosexuellen Menschen Angst einjagst, dass sie sich nicht outen können? Obwohl es sogar jetzt immer noch im Jahre 2020 so schwer ist, dass homosexuelle Menschen sich outen? Ha? Drücke ich dir gerade einen rein? So wie du mir einen reingedrückt hast? Oder ist es echt so? Aha. Dem kommt jetzt eine folgende Aussage, die noch einmal bestätigt, dass der Mann zu 99% bi ist und Gypsy ihn im Endeffekt geoutet hat, ohne seine Erlaubnis. Durch Nudeln ist das bessere Wort. Würdest du es wollen, dass ich dich durchnudel? Ja. Ja? Mhm. Und was, wenn ich dir kein Geld gebe? Ja, das ist voll scheiße, dann wäre voll asozial. Denk doch mal an andere Menschen. Also ich kenne gar keinen Heterosexuellen, der zu einem Homosexuellen sagen würde, ja, würdest du es wollen, dass ich dich jetzt durchnudel und das auch noch so ernst meint wie dieser Mann hier? Und du willst mir ernsthaft sagen, er hat Spaß gemacht, dass er eventuell nicht bi sei? Okay, gut. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Ich weiß nicht, ob das sogar gesetzlich, dass er sogar gesetzlich dagegen vorgehen kann. Also... ich würde gesetzlich dagegen vorgehen, falls du das Video siehst. Spaß. Ich dir auch. Bye. Ciao. Digga, was war? Und zeig mir mal bitte die Stelle, wo du meintest, dass du ihn informiert hättest, dass er davon Bescheid weiß. Safe, ich meine, ja. Du hast es ja in deinem TikTok gesagt, oder nicht? An alle, die gerade von ihm hier kommen. Und zwar ist das, was er gemacht hat, ziemlich manipulativ. Das echte Video geht 30 Minuten oder 20 Minuten. Und er hat sich natürlich nur einen Clip rausgesucht. Klar habe ich am Anfang gesagt, dass ich ihn nicht aufnehme, was nicht okay war. Haben sie aber hinterher gesagt. Also Gypsy, ich muss schon sagen,
so meine Grundmeinung zu dir war eigentlich nie eine negative. Weil ich sag dir ehrlich, du hast viele Werte oder viele Attribute an dir, die ich sehr schätze. Und auf manche Attribute bin ich sogar eifersüchtig. Ich meine, dein Bart, Masha'Allah, der wäre ein du hast einen richtig schönen Bartansatz. Ich mag den. So. Ich sag dir ehrlich, also ich könnte mich dich so richtig mit so einem Abu Bakr Bart vorstellen. Der wird dir dick stehen. Und dafür beneide ich dich. Aber dass du diese Person so ins Messer laufen lassen hast, das ist Quatsch. Zudem habe ich ihn nie geoutet, weil es nur ein Spaß war von ihm. Das ganze Video findet ihr auf jeden Fall auch auf meinem Instagram. But ich zeige euch meinen Ausschnitt. In dem Video werdet ihr das sehen und da zeigt man, wie gefährlich das sein kann, wenn man nie ein ganzes Video sieht. Deswegen glaubt nicht immer alles direkt am Anfang. Okay, das war Spaß. Ja, Spaß, ja. Also bist du mehr hetero? Du sollst ihn also nicht geoutet haben? Das hört sich hier aber ganz anders an. Ach, das war Spaß. Wann hast du ihm gesagt, dass du ihn aufgenommen hast? Zeig mal den Ausschnitt, wann du ihm gesagt hast, bei diesem Live, ich habe dich Ja, aufgenommen, ja. das wird mich auch sehr interessieren. Das wird mich auch sehr interessieren. Sorry, es tut mir leid. Alle, die im Live dabei waren, können bezeugen, dass du ihm niemals gesagt hast, dass du ihn aufnimmst. Wann hast du ihm das also gesagt? Warum lügst du hier wieder? Wisst ihr, was das Lustige ist? Jemand hat auf TikTok ein Video gegen Gypsy gemacht und jetzt schaut euch mal an, was Gypsy gesagt hat. Und zwar habe ich ihm erst gesagt, dass ich das aufgenommen habe, nachdem er mir gesagt hat, dass es Spaß war. Wir haben es geklärt. Es gab nie ein Outing, weil er nicht schwul ist. Was soll ich? Würdest du es wollen, dass ich dich durchnudel? Ja. Dementsprechend müsst ihr auch alle unmöglichen YouTube-Videos haten, da sie dasselbe machen. Zuerst sagst du, du hast ihn gar nicht geoutet, weil er ja nicht schwul ist. Und danach willst du deine Aktion rechtfertigen und sagen, alle anderen machen das ja aber auch. Wo lebst du? Das sagt man nur dann, wenn man sich nicht helfen kann. Aber der wahre Grund, warum er gegen mich schießt, ist natürlich ein ganz anderer. Auf Instagram sieht man meine Diskussion mit ihm. Und zwar hat er nur einen Grund gesucht, um gegen mich zu schießen. Ja, ich kann dir ganz genau sagen, woran das liegt, warum er das gemacht hat. Weil du dich nicht nur so benimmst wie ein Clown, weil du ein Clown bist. Wen willst du hier auf den Arm nehmen? Warum gibst du es nicht einfach zu? Steh doch mal zu deinem Mann, Gypsy. Und jetzt möchte Gypsy euch noch weismachen von wegen, ja, er wusste Bescheid und es wird alles manipuliert und so weiter. Alles ist bei dir Manipulation, alles. Wenn es um mich geht, ist es Manipulation. Wenn es um John Broke geht, ist es Manipulation. Wenn es um Sucher geht, ist es Manipulation. Egal wer es war immer Manipulation. Aber du? Nein, du erzählst immer die Wahrheit. Masha'Allah. Und noch einmal, um das klarzustellen, das hat nichts mit deiner Homosexualität zu tun. Dieser Mann, den du gerade bloßgestellt hast, ich hoffe und ich wünsche mir, dass er dich anzeigt dafür, dass du ihn ins Internet gestellt hast, seine Details im Internet preisgegeben hast und er selbst sagt ja, ich möchte nicht, dass das in die Öffentlichkeit geht. Du hast es trotzdem in die Öffentlichkeit gebracht und du hast dich auch noch lustig gemacht über ihn. Und am Ende willst du den Held darstellen? Oh, ihr seid alle am Manipulieren, das stimmt gar nicht und übertreibt. Man soll sich das ganze Video anschauen? Veröffentliche das ganze Video. Gypsy, veröffentliche das ganze Video und zeig uns, wo du ihm gesagt hast, dass du ihn aufnimmst und dass er sagt, okay, kein Problem. Wenn du uns diese Szene zeigen kannst, Masha'Allah, ich küsse dein Herz. Welches Herz? Welches Herz, Bruder? Also, wie gesagt, ich fühle mich einfach angegriffen von Gypsy. Eigentlich wollte ich gar nicht im Internet mich noch zu ihr äußern. Aber jetzt, wenn sich die Gelegenheit bietet, drücke ich ihn einfach auch kurz rein, Bruder. Kennen wir doch alle, oder? Psi, du bist eines der schlechtesten Menschen, die ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe. Ich schäme mich dafür, dass ich mich jemals mit dir getroffen habe. Und nicht, weil du homosexuell bist, weil du einfach ein schlechter Mensch bist. Ich selber habe einen anderen Freund, der auch homosexuell ist. Ich habe kein Problem mit ihm. Er hat mir noch nie irgendwas Homophobes vorgeworfen. Ach, Isam, aber dieses Argument ist auch ein komisches Argument. Dieses, ich habe nichts gegen euch, weil ich habe auch einen Freund, der ist so. Kennt ihr diese? Wir glauben, die Isam, dass du nicht homophob bist. So wie du es die ganze Zeit machst mit allen Menschen, die dich angreifen, dann sagst du immer homophob, homophob, homophob. Was ist denn Ja, los das ist mit dir? so. Kannst du dich nicht anders wehren? Komm mal runter von deinem hohen Ross. Ach, jetzt hast du bestimmt auch nicht gerechnet, dass ich auf dich reagiere. Sorry, Habibti. Du bist eine Schande. Du bist eine Schande für die LGBTQ-Leute. Ich habe das Video gemacht, nur um das wahre Gesicht von Gypsy zu zeigen, dass ihr Ja. seht, was... Wir haben hier das Video gemacht, um auf die Rechte der LGBTQ-Leute einzustehen. Für die Rechte der LGBTQ-Leute einzustehen. Ich finde es unverschämt. Gerade, nee, unverschämt ist das deklarierend. Denn genau die gleiche Masche hat Gypsy mit mir gemacht. Dieses Video habe ich gar nicht gemacht, damit ihr Gypsy hatet. Ihr sollt dieser Person einfach nicht mehr glauben und nicht mehr vertrauen. Punkt. Das ist ein Mensch, dem man nicht vertrauen kann. Das ist ein Mensch, der sehr gerne selbst manipuliert. Das ist ein Mensch, der im Internet beleidigt. Das ist ein Mensch, der im Internet andere wegen dem Äußeren beleidigt. Das ist ein Mensch, der sich gar nicht zu helfen weiß, wenn er in Bredouille kommt und fängt an, die ganze Zeit mit dem Homophobhammer auf dich zu schlagen. Das ist Gypsy, Leute. Wenn ihr nach der Person auf YouTube sucht, dann seht ihr nur Beef in Frankfurt, Beef in Köln, Beef in Hamburg, Beef in da, Beef in da. Alles
alles nur Beef. Dieser Mensch ist für Beef bekannt. Anscheinend ist dieser Mensch für Beef geboren worden. Masha'Allah, hast ja wenigstens ein Talent. Und wenn du wirklich sagst, dass du Muslim bist, dann solltest du wissen, dass im Koran steht, dass Allah die Unruhestifter nicht mag. Und du bist ein definitiver Unruhestifter. Also Gypsy, wenn du wirklich Muslim bist, dann wende dich Allah zu. Wir werden alle mal sterben und du wirst auch älter. Du wirst nicht immer so jung und hübsch sein. Hübsch? Steht das so im Skript? Kacke, was habe ich da geschrieben? Vergiss nicht zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken. Und zu guter Letzt, keep smiling. It's Sunnah. Wichtig, 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 wichtig. Wichtig, wichtig, Digga. Also ich sag euch ehrlich, haben wir gut hinbekommen. Ich glaube, das ist, haben wir gut bisschen E1 zurückgegeben.